So, Leute, wir sind online. Und ich würde mal sagen, ich rufe das mal hier nebenbei auf. Ja, perfekt. Ich bin mal Soll ich schauen, fahren ob die sehen eine können? Frage, Ja. ne? Ich habe hier noch den Live-Chat. Ach, finde ich ganz spannend. Ich habe keine Akku, Alter. Ich würde sagen, stell es doch einfach mal vor. Ja, ist schon online, ja, ne? Ja, wir sind jetzt online. Soll ich mal anfangen? Nein. Ja, ich fange einfach mal an. Ich stelle mich mal ganz kurz vor hier auf Daniel seinem Channel. Die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Nils Schlieper, 19 Jahre alt, natural Bodybuilder. Bin auch ein bisschen auf YouTube unterwegs. Noch nicht ganz so bekannt wie Daniel, aber da arbeiten wir dran. Und bin halt, wie gesagt, ein guter Kumpel von Daniel, von Amir und vom. Ja. Ich bin sofort wieder Genau. Und ich habe Bock mehr auf uns? Nein, ich war sofort wieder. So, jetzt. So, nächste, Benny. Ich heiße Bernhard, bin 39 Jahre alt. Tja. Das war so. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Ich kann natürlich nur sagen, Berliner Meister, Man's Physique, letztes Jahr deutsche Vizemeister Man's Physique. Also der Mann hat schon was auf dem Kasten. 17 Jahre Tennis-Erfahrung. Alles richtig. Bald 17 Jahre, Leute. Machen wir eine fette Eiweißparty. Seid alle eingeladen. Kraftwerk Göttingen. 17 Jahre Training mit Bernhard. Ja, sehr gut. Bei uns gibt es Booster. Ja, und eine Boosterparty machen wir ja, ganz kurz. Ja, ich bin Armin, ich bin Nils Trainingspartner. Ich trainiere auch natürlich und ja, bin Man bekannt. sieht. Bin ein bekannter Booster-Liebhaber, aber Nils natürlich auch. Und ja, Daniel stell dich nochmal vor. Ja, ich denke mal, ich stelle mich auch mal vor. Ansonsten, wenn ihr jetzt neu seid auf meinem Channel, Daniel Gildner, Natural Pro, ja, einiges schon wettkampftechnisch schon erreicht. Jetzt sehe ich auch, jetzt steigen ja entsprechend auch die Zuschauerzahlen entsprechend. Herzlich willkommen zu diesem, ich sag mal, sehr spontan Hangout. Ich hoffe, mit der Quali hat ein bisschen besser, beziehungsweise funktioniert das ein bisschen besser. Also, ja, auf jeden Fall. Ich habe extra auf Halt gemacht. Genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also, ihr könnt jetzt eure Fragen hier runter posten entsprechend. Und ich lese einfach immer so ein paar vor. Oder hast du diesen Live-Chat? Ja, ich bin gerade dabei, den aufzurufen. Ach so, okay. Können Genau. Vielleicht die Frage an dich, Nils. Hier, wir gehen einfach mal chronologisch runter. Also hier steht, dass du im Vierersplit trainierst. Wenn er sich ja recht erinnert, welche Vorteile hat denn hierbei gegenüber ein hochfrequenziertes Training? Ich weiß ja nicht, ob du zweimal die Woche trainierst oder so. Ich trainiere eigentlich jeden Muskel einmal richtig schön hart die Woche und das hat sich für mich einfach so als das Beste bewährt. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, ein Dreier-Split zweimal die Woche, sogar ein Zweier-Split dreimal die Woche. Ich habe schon ein Vierer-Split gemacht, ich habe ein Fünfer-Split gemacht und einfach so ein Vierer-Fünfer-Split. Da habe ich wirklich die besten Erfolge mit erzielt in Sachen Kraftsteigerung, in Sachen Muskelaufbau. Ich denke, das hat einfach den Grund, dass ich wirklich jedem Muskel genügend Zeit zur Regeneration gebe. Ja. Und wie jeder weiß, wächst der Muskel, während er ruht. Und vor allem schaffe ich es auch so, in dem Training den Muskel wirklich ausreichend zu reizen, sodass der Muskel wächst. Sagen wir es mal so. Okay. Ich würde einmal gerne wissen, ja, wie jetzt die Quali ist entsprechend, weil wir streamen jetzt wirklich mit Ja, 720. hier hat schon immer schon die Grafik ist nicht so der Hit und der Sound Ja, hat auch ganz schöne Spitzen. ja, also okay. Wir Das arbeiten ganz, dran, ganz Leute. schöne Spitzen hat, also eigentlich nicht. Ja. Soll ich vielleicht ein paar Fragen schon mal? Gewicht und Größe wurde hier gefragt von allen. Von allen. Also ich kann Ja. nur von mir was erzählen. Ich war mal 1,74 Meter, jetzt bin ich 1,73 Meter und wenn ich Wodurch? Wodurch kommt das? durch die Diät, ne, Diät wird man kleiner um 2 Zentimeter, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Dem Wasser, oder? Auch ja, Ja. genau. Okay. Und also wenn ich dann auf der FIBO bin ich wahrscheinlich nur 1,71 Meter. Also nicht wundern, wenn ich so als kleiner Zwerg da stehe. Ja, aber dafür bist du ja bereit. Ja. Armin, hier, die Leute feiern dich. Hoch lebe Armin. Cool, ja? cool. Maximale Bankdrückwerte. Mal kurz hier von links nach rechts einmal. Okay. 300, sag ich. Mit, ja. Nee, wow, also. Mit Bandagen, ohne Bandagen. Mach mal einfach, wie viel du maximal schaffst. Ist alles gerade meine Ja, ich Frage. denke mal, wenn ich in der Ausseason bin, müsste ich 160 drücken. Ja, 140, denke ich. 140? An guten Tagen 105. 105 wäre es doch sauber. An guten Tagen, also ich habe 180 Raw.
100, wir haben jetzt bei dem Live-Training war ich Ball, aber das waren das war 190 einmal. Das war 190. Ich bin da mitgegangen, aber es war immer nicht gefühlt. Ja, das ist halt immer schwierig so zu sagen. Vielleicht ganz interessant, die Frage, wie schreibt man eine Qualität, ist viel besser als bei den Live-Trainings. Immerhin, das sieht halt dann abstream. Wir haben viel besser abstream. Das Problem ist, die Software, die ich verwenden wollte, hat gerade rumgespackt. Bis vorhin hat alles funktioniert, deswegen auch die 5 Minuten Verspätung. Aber beim nächsten Mal wird das dann alles nochmal ein bisschen anders. Bis dahin haben wir dann nochmal genug Zeit. Ja, und ansonsten, genau, eure Fragen entsprechen jetzt. Also wir haben vor eine Stunde Zeit, eure Fragen zu beantworten. Und checkt unbedingt auch mal die Kanäle aus. Bernie, du hast immer noch keinen Kanal. Nee, das kommt der Arbeit oder nicht. Aber er ist in Planung und ist Arbeit. Wir müssen erstmal Bernd an WhatsApp erklären und dann wäre das drauf. WhatsApp, Facebook, das haut gerade so hin. Ey Jungs, ich mach gerade Kado. Können die wieder aufhören? WhatsApp. Schalte einfach den Tod ab. Wie geht das? Ja, wie groß bist du? Ich bin 1,76 Meter. Okay. Aber auch in der Diät ein bisschen kleiner. Haben wir dazu festgehalten. Hier, was ist? Warte, was Nils, wieso hast du in Berlin Eis gegessen und Daniel nicht? Oh, weißt du, ein kleines Schleckermäulchen. Nee, jetzt mal im Ernst. Daniel ist ja jetzt in seiner Diät und auch einen Tag, bevor man die Diät beginnt, denke ich, braucht man sich sowas nicht reinziehen. Ja, dann vermisst man das halt noch extremer. Ne? Genau. Also, ich bin halt nicht der Fan davon, dass man plötzlich diese Cheat Days macht, wenn man eh schon scheiße aussieht. Dann braucht man, weiß nicht, diese Cheat Days nicht. Und das Problem ist einfach, wenn man einfach daran nicht gewöhnt ist, irgendwelche Süßigkeiten oder so zu essen, dann hat man auch nicht das Verlangen danach. Also ich komme damit relativ gut klar, kann relativ clean aufbauen, was halt noch möglich ist. Und entsprechend fahre ich auch die Diät nicht möglichst viel anders. Also ich reduziere einfach nur die Kohlenhydrate. Entsprechend das Training wird halt dadurch automatisch ein bisschen härter. Ich mache da mir nicht mehr so den Stress, ne? Gar keinen Stress, ja. Genau. Machst ja auch mal Boosterpausen. Ja, und hier ist auch noch, merkt ihr überhaupt noch die Wirkung der Booster, die ihr testet? Genau. Also, jetzt und Armin, bei eurem hohen Konsum, wie oft trainiert ihr ohne Booster? Also, wir nehmen ja nicht bei jedem Training einen Booster. Wir sind 6-mal die Woche im Training, also wir haben 5-mal 6-mal die Woche im Training. Ja. Und 3-4-mal davon mit Booster. Ja. Wenn überhaupt geht, macht man es halt immer tagesformabhängig. Wenn es extrem spät geht, dann verzichten wir schon mal gerne auf Booster, damit wir abends auch schlafen. Ich habe da auch richtig schlechte Erfahrungen. Genau, deswegen, das, was wir testen natürlich auch viele Booster und da müssen wir dementsprechend natürlich den Booster auch konsumieren, um ihn bewerten zu können. Aber jetzt glaubt nicht, nur weil wir in den Videos immer die Booster konsumieren, dass wir auch wirklich jeden Tag einen Booster nehmen. Ja. Weil ich trenne nicht jeden Tag einen Vlog. Aber wenn wir da mal einen Booster nehmen, halte ich natürlich gerne die Kamera drauf, weil es immer ein bisschen was zu erzählen gibt. Ja. Macht es tagesformabhängig, wie ihr euch fühlt. Und vor allem, wie spät ist es auch. Also nichts abends würde ich nicht empfehlen. Und vor allem überlegt euch mal, was wirklich auch hinterher passiert. Ob wenn wir mal auch trainieren gehen, wenn die Kamera nicht drauf zeigt, ob wir da wirklich einen Booster nehmen. Habt ihr vor dem Stream auch einen Booster genommen? Selbstverständlich. Wie geil. Muss doch sein. Ja, also bei mir ist ehrlich gesagt auch so, also klar, die Wirkung lässt natürlich immer nach, wenn man natürlich einen und denselben Booster auf jeden Fall nimmt. Deswegen würde ich immer empfehlen, so gewisse Boosterpausen ergibt Sinn. Oder verschiedene Booster mixen. Nein, das ist was Krankes. Nee, gut. Wirklich spät abends auf keinen Fall. Also ich würde da sagen, da tut man sich echt nicht wirklich. Nicht nach 20 Minuten. Da leidet die Regeneration darunter. Ja, definitiv 100 Pro. Also Booster ist schön und gut, aber man sollte das nicht zu regelmäßig. Also ich bin ja nicht so der Booster-Fan. Ich vertag die Dinger einfach nicht. Ja. Also das kann auch, wenn du überdosierst, dann geht es halt nach hinten los, hast halt komplett eine andere Wirkung, du wirst halt schlapper und bist auf jeden Fall nicht fit fürs Training. Ja, das stimmt alles. Ich gehe jetzt mal ganz kurz, ich eine Frage vor. Die kam jetzt schon 2 oder 3 Mal, deswegen beantworte ich die jetzt einfach mal. Mich würde interessieren, ob Armin und wir jetzt ein ähnliches Trainingsernährungssystem haben. Ist der optische Unterschied zwischen Nils und Armin nur auf die Genetik zurückzuführen oder ist Nils mehr dabei? Dazu muss man sagen, dass ich knapp ein Jahr länger trainiere als Armin, die dahingehend auf ein Jahr Vorsprung habe. Das muss man ganz klar sagen, ich trainiere jetzt auch noch nicht so lange. Ich trainiere jetzt vielleicht konstant 3 Jahre und ich finde ein Jahr schon ein langer Zeitraum. Auf jeden Fall. Armin und ich trainieren zusammen, wobei man sagen muss, wir haben denselben Split, aber wir machen auch nicht immer dieselben Übungen. Beispielsweise habe ich heute...
Okay. Weißt du schon, aber weißt du schon. Ihr trainiert da seit Anfang an zusammen? Nee, folgendes. Es war so, ich habe vorher knapp 1,5, 2 Jahre alleine trainiert oder immer mal mit verschiedenen Trainingspartnern. Dann ist Armin damals in meinem Gym gewechselt, weil ich ein bisschen gestresst habe, dass er nicht mal kommen soll. Ja, und dann seitdem trainieren wir eigentlich zusammen. Und die Ernährung ist eigentlich ungefähr gleich, sag ich mal. Also ich habe ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Genau. Armin isst mehr als ich. Knapp 200, 300 Kalorien hat er da schon mehr. Ich bin um 1 Zentimeter größer, muss man sagen. Genau. Zu 4 oder so. Genau. Ja, deswegen. Also es ist immer schwer, von irgendwelchen Faktoren abhängig zu machen. Dann geht deine Diät heute eigentlich schon los. Bernie, warum liegst du eigentlich, während die anderen sitzen hier? Weil ich faul bin. Ich regeneriere. Ich bin ein bisschen erkältet, ein bisschen schlapp, aber ich kann mich auch mal aufrecht vor dich hinsetzen. So. Jetzt wirkst du wesentlich breiter, wenn du schwankst. Oh, okay, besser? Ich denke schon, ja. Was geht hier los? Weiter mit. Kann man Kreatin durchgehend nehmen? Nein. Nein? Ich würde es nicht empfehlen. Ich ja. Ich sage ganz klar ja. Vielleicht ganz interessant, haben wir zwei Meinungen. Kommt drauf an, wie man dosiert. Also, ich bin da eher ausdrücklich drin. Ich dosiere extrem hoch, wenn ich mal Kreatin nehmen sollte. Ich habe es Ich habe 6 bis 8 Wochen lang, ich habe auch keine Loading-Phase, ich haue mir direkt am ersten Tag. Ist das Monohydrat oder irgendwas? Monohydrat, Mikrokristall. Ganz früher gab es mal ganz gute von Explosive Line, Kreatin-Kautabletten, die waren mega gut. Ich hatte jetzt länger kein Kreatin mehr. Ja, wie gesagt, ich habe 3x5 Gramm. Eigentlich ist es extrem wichtig nach dem Training Kreatin, sogar wichtiger als vor dem Training. Ich habe morgens 5 Gramm auf nüchternen Magen, eine Stunde vor Training 5 Gramm und direkt nach dem Training. Es ist schon viel, aber ich weiß nicht, ich bin da eher ein bisschen oldschool und halte dafür ein bisschen mehr, anstatt mit 20 Gramm zu laden, dann runter auf 3 Gramm. Also ich sehe das, bevor du mit deiner Meinung kommst, weil du hast ja die schon jetzt gesagt, ganz klar. Bei mir ist so, ich sehe das, also ich sitze genau zwischen euch. Also bei mir ist so, ich habe die Erfahrung gemacht, positiv, dass ich sowohl Pausen gemacht habe, als auch ich habe positive Erfahrungen gemacht, dass ich das durchgehend genommen habe. Es ist einfach so, dass eine gewisse Gewöhnung natürlich auch und eine gewisse Abhängigkeit. Deswegen fand ich es persönlich etwas besser, wenn ich eine Pause noch mit eingelegt habe. Aber der Effekt war jetzt eigentlich nicht so wie jede Medikamente oder irgendwas, dass man eine gewisse Abschwächung hat. Also das hatte ich bei Kreatin definitiv nicht, als ich sie Dauer genommen habe. Deswegen kann ich das auf jeden Fall verstehen, wenn du sagst, Dauer nehmen auf jeden Fall. Und es ist auch Fakt, dass wenn man keine kaputte Niere oder irgendwas hat, dass da nichts passieren kann. Weil es wird alles komplett mehr, ja. Genau, es wird alles komplett ausgeschwemmt, es ist alles gut. Man sollte natürlich nicht überdosieren, ne? Immer entsprechend so, wie es halt auch auf den Angaben steht. Deswegen würde ich da auch nicht unbedingt experimentieren. Ich sage einfach aus dem Grund, man kann es dauerhaft nehmen, aus dem Grund, dass die körpereigene Kreatinproduktion kein bisschen eingeschränkt wird, dadurch, dass man es zusätzlich zuführt. Deswegen müsste man überlegen, also das ist natürlich meine Meinung, wenn ich jetzt Kreatin supplementiere, produziert mein Körper dennoch trotzdem immer noch so wie Kreatin wie vorher. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, kein Kreatin mehr nehme, dann läuft die Produktion ganz normal weiter. Wie viel nimmst du denn auf Dauer? 5 Gramm. Täglich vom Mumihydrat Crea Pure und HCL dann 1,5 bis 3. Also Crea Wert, wo ich auch noch sage, 5 Gramm könnte man schon. Also ich nehme momentan, ich zeige das vielleicht mal. Also Kreatin ist so ein umstrittenes Thema, sag ich mal. Ja, Kreatin halt, was der da für sich heraus. Und ich habe auch mal das HCL getestet, weil nicht genauso wie normal ist. Also, ob es nicht Hydrochlorid ist. Also probieren momentan, weil wir alle Mumihydrat und Crea Pure. Hier ist Crea Pure auf alkalischer Basis drin. Also ich benutze momentan. Ja, ich halte mal hier den Hersteller. Das hier. Ja. Nitrox Alcatec. Das hier. Und das ist wirklich cool. Also man nimmt 3 Kapseln, das sind dann 4, irgendwas Gramm. Und da ist ein alkalischer Basis Crea Pure. Und das sind wirklich die beiden Vorteile, die beiden hier auf jeden Fall. Das ist vor und nach dem Training? Nicht nur vor dem Training. Nur vor dem Training. Momentan schon, ja. Okay. Hast du, ich habe mal gehört und gelesen auch, dass nach dem Training extrem wichtig auch ist. Ja, klar, also nach dem Training gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja. Also ich weiß auch nicht, warum man immer sagt, immer nur vor dem Training, weil eigentlich in jedem Booster ist ja auch eine gewisse Kreatinform drin, aber das bringt an sich ja gar nichts. Ja.
Na, scheißegal. Ja, genau. Hauptsache Booster. Gay Area Berlin. Was? Gay? 5x5 als Jugendliche. Oh, dieses 5x5, ne? Ehrlich, ey, das ist so diese... Was ist denn ein Jugendlicher? Wäre vielleicht ganz interessant. Ja, ich glaube so bis 16. Manche Leute sind 20. Wie alt bist du, Patrick? Patrick Kramer? 13. Hat das geschrieben? 13. Ob ich denn nicht wirklich 13? Hast du denn gerade gedisst? Nein. Okay. Ich disse gar nicht. Nee, also 5x5 ist so für mich so eine Sache, weiß ich nicht. Also man muss sich einfach mal wirklich einfach mal begründen, woher das entstanden ist. Es ist nicht aus dem Bodybuilding eigentlich entstanden. Es ist nicht für Muskelaufbau gedacht, eigentlich ursprünglich. Aber viele haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Ja. Ich bin da auch immer oldschool. Ich variiere da gar nicht so viel. Ich finde Daniel sein Training, was wir jetzt mal so die letzte Zeit zusammen trainiert haben, ist mega gut, mega umfangreich. Ja. Trainiert sehr schwer und sehr, sehr sauber. Ich habe echt schon mit vielen Leuten trainiert und auch mit guten Leuten trainiert. Aber Daniel zählt auf jeden Fall zu den Top-Jungs. Ja, ich lege auch extrem viel Wert auf, wie jemand trainiert, wie sauber, wie die Ausführung vor allem auch ist. Und deswegen, also, weiß nicht. Zum Beispiel, ich war ja gerade noch trainieren, ich habe Beine nochmal gemacht und ich habe heute mal ein bisschen experimentiert mit der Bar-Position, also eher High-Bar, Low-Bar und so. Und ich habe heute mal Kniebeugen gemacht mit sehr, sehr tief Low-Bar. Und es war echt mega cool bei sehr viel Gewicht. Also ich hatte da überhaupt gar keine Probleme. Also wer vielleicht ein bisschen so Schmerzen hat, dadurch, dass sich der Schwerpunkt auch mehr verlagert auf die Hacken halt hinten, zum Beispiel je tiefer man die Bar auf jeden Fall macht, desto mehr könnt ihr auch beugen. Ja, also ihr seht auch einen sehr, sehr guten immer, der extrem tief die Bar hat. Und das habe ich halt heute wieder gemerkt, wie gut mir das einfach tut. Kannst du dir mal die Frage stellen. Der äußerst wohl soll man seinen Tipp zeigen, ja? Ach Leute, ey. Hier, ich zeige euch nochmal Unterarm. Sieht man das? Nee. Ah, Krampf. Scheiße. Ja. So hart am Limit. Ja, erzähl mal. Das ist wegen dem Nasenspray, Benni. Genau, ich bin voll auf Epinephrin. So, Leute. So. Wollt ihr alle hier nur Bizeps sehen? Ganz kurz, machen Sie die Beine dreimal die Woche zu trainieren. Oder? Dreimal die Woche? Je nachdem, wie umfangreich. Wenn du nur zwei Übungen machst, dann kannst du auch dreimal die Woche trainieren. Ja, ist doch so. Wenn du nur zwei Übungen machst, dann kannst du dreimal die Woche trainieren, klar. Wenn du. Jetzt zeig mal dein Bizeps, dann schau bitte auf meinem YouTube-Channel vorbei, der ist bestimmt irgendwo verlinkt. Da kannst du Bizeps sehen. Bei mir auch mal auf der Seite, wer ist noch nicht verlinkt. Der wird nachträglich verlinkt, aber Google hilft. Macht es Sinn? Achso, das habt ihr gerade schon vorgelegt. Rechter Unterarm, geil. Ja, ich weiß hier, du stehst voll auf Gays hier, Bar Berlin hier. Der will einfach hier irgendwas. 5 Top-Tipps zum Masseaufbau. 5 Top-Tipps. 5 Top-Tipps. Essen. Ich kann dir 3 Tipps geben. Also Masse. Das ist einmal das Training, schwer trainieren. Das ist dann die Regeneration und die Ernährung. Die 3 Sachen, da musst du schon drauf achten, sonst passiert da sowieso nichts. Das sollte alles nur eine Waage sein, wenn du halt gut trainierst, dich schlecht ernährst. Also ich würde auch sagen, ey, ganz, ganz oben steht auf jeden Fall die Ernährung. Ja, also Masseaufbau. Aber ich glaube, das sagen nur die Leute, die anständig trainieren. Und die wissen, wie man trainiert. Ja. Ne? Das ist vorausgesetzt, ist, ihr trainiert auch wirklich gut. Dann ist die Ernährung noch ein Stück weit wichtiger. Ne? Natürlich ist auch scheiße, wenn ihr euch gut ernährt, aber gar nicht trainiert. Dann habt ihr auch nichts mehr. Das stimmt. Aber wiederum, wenn man dann 2 vergleicht, die entsprechend gleich trainieren und der eine isst viel, der andere wenig, die unterstanden. Ja, vielleicht ist das ja auch der Grund, wo man so. Er ist doch mehr als ich. Ja, aber ist ja die Frage, was du isst. Gesund. Ja, okay. Dann Reis. Reis, Knutte und Brokkoli. Ich esse nur Reis. Nee, aber ich esse halt Masse. Achso, Masse ist Masse. Das war privat. Das war wieder so ein Insider, ne? Der war privat. Bernie hat wieder irgendwelche Chicks hier am Start. Ah, stimmt doch gar nicht. Mehr Videos mit dem Allstars-Boy. Bitte? Allstars-Boy. Wie kommt ihr immer auf Allstars-Boy? Ja, aber ist cool. Was steht da? Mehr Videos? Das ist mega lecker. Mehr Videos, deswegen sollst du auch mal einen Channel errichten. Soll er einen Channel errichten? Ja! Mach ich aber nicht, nein.
Ja, komm, ist ein Plan. Videos werden auch folgen. Ich werde nächste Woche noch ein bisschen was abdrehen. Das bearbeitet er übrigens immer für mich, weil ich einfach zu blöd dafür bin, wenn ich ehrlich bin. Ja, stimmt. Ne? Der verwaltet eigentlich dein Facebook alles. Ja, schon. Also er hilft mir auf jeden Fall. Dafür bin ich mir auch sehr dankbar. Da klingel ich später. Bis dann, Gruß. Nicht jetzt. Ich habe eine Frage, Daniel, du Sponsor. Ich habe Labor jetzt. Boah, jetzt ist der mich, das ist ja unglaublich. Ist aufrechtes Rudern, Schulterübung, ausschließlich schlecht für die Rotation? Ausschließlich? Also ich verstehe das gerade nicht so richtig. Ich verstehe auch nicht die Frage so richtig. Also ausschließen? Oder kann man... Ist das schlecht für den Schultergürtel? Warum soll das schlecht sein? Also es kommt auf die, schon auf die Bewegungsausführung entsprechend, wo du die Hantel hinführst. Alles das, du kannst dich hinbeugen, du kannst es waagerecht machen, du kannst es im Sitzen machen, das hat nichts damit zu tun, mit der Position aufrecht, sondern wo du wirklich die Hantel langführst, also wo gehen deine entsprechenden Unterarme halt lang, das kann ich dir jetzt nicht da so beantworten. Ne? 3x McDouble, 75 Gramm Eiweiß, Alter, es sind richtige Granaten hier am Start. Bernhard ist eine Maschine, alles klar, hey Oldstars Boy. Soll ich jetzt ins Training gehen? Ich glaube, ich nenne das hier verändern. Was? Sagen, um auf Oldstars Boy. Soll ich jetzt ins Training gehen oder den Stream anschauen? Stream und dann Training. Ganz klar, hier Motivation und fürs Training. Oder dein Studio ist so cool und lässt den Stream da laufen. Oder du trainierst zu Hause, jetzt mit 180 Kilogramm Kreuzheben erstmal so erwärmen, ne, und dann guckst du da bei dem Stream. Das ist natürlich mega. Ja, wenn du das drauf hast, dann kannst du uns auch mal besuchen kommen. Das ist natürlich mega. Wie sieht es aus so mit dem Wiederholungsbereich? 6 bis 8 steht hier für Jugendliche okay? Fragezeichen. 6 bis 8 Wiederholungsbereich. Also, ich habe es sehr gefragt. Kommt auf, als Anfänger würde ich sagen, definitiv nein. Ne? Es ist halt immer, kommt drauf an, was hast du vorher gemacht? Kommst du irgendwie aus dem Kampfsport und hast vorher immer schon irgendwie ein bisschen trainiert, dann könntest du ein bisschen schwerer anfangen zu trainieren. Aber als Anfänger und als Jugendlicher gleich mit 5 bis 8 Minuten einzusteigen, definitiv nicht. Deine Muskeln und deine Sehnen kommen nicht hinterher. Du wirst dich 100%ig verletzen und dann hast du auch nichts vom Training. Also fang erstmal langsam an. Gib deinem Körper ein bisschen Zeit, deiner Muskulatur, deinen Sehnen ein bisschen Zeit, um sich an das schwere Gewicht zu gewöhnen. Und wenn du dann der Meinung bist oder du ein bisschen mehr drauf hast, dann kannst du Gas geben und dann musst du auch Vollgas geben, weil sonst wirst du nichts aufbauen. Also ich weiß nicht, ich bin da eher der Meinung, Leute, ihr müsst hart trainieren, ihr müsst schwer trainieren, aber ihr müsst sauber trainieren. Sonst passiert da nichts, ist leider so, das ist die knallharte Wahrheit. Also ich finde, der Oldstars-Boy der auch richtig. Mehr Videos mit Bernhard Franz, aka Oldstars-Boy, der sieht aus, als hätte er wirklich Ahnung. Er sieht auch echt, aber nur so alt aus. Nee, ich bin halt der Älteste hier. Aber der ich würde jetzt mal behaupten. Ich frage halt Daniel extrem auch viel, wenn ich ehrlich bin. Weil ich schon der Meinung bin, er ist sehr gut geschult. Oder bei Bernhard ist ja auch so, der Bernhard ist einfach eine Trainingsmaschine. Also Bernhard trainiert nicht wenig. Also er kann ziemlich viel kompensieren, indem er, wenn er auch mal ab und zu halt was isst, was vielleicht den einen oder anderen den Kopf zerbrechen würde. Also ich esse also wirklich. Bernhard ist einfach eine Trainingsmaschine. Ihr seid ja alle gerade so süß zueinander. Ja, aber da werde ich mal ganz kurz eine Frage, kann ich auch mir mal beantworten. Wichtigste Übung für eine gute Brust vielleicht einmal ganz kurz. Was denkst du, wichtigste Übung? Grundübungen rein, ganz klar. Genau. Wenn ihr eine schwache Brust habt, das sage ich immer wieder, wenn ihr merkt, ihr Brustdefizit, versuch mal als erste Übung Fliegende zu machen auf der Flachbank. Flach oder schräg, erste Übung, 4 Sätze Fliegende, 15 Wiederholungen. Und dann geht mal ins Bankdrücken. Und dann guckt mal, wie ihr dann wirklich aus eurer Brust trainiert, wie der Pump auch danach ist. Also wenn die Schulter zu stark ist oder der Trizeps zu stark ist, erste Übung, Fliegende, dann ans Bankdrücken. Wird helfen, definitiv. Ihr habt nur eine kleine Vorermüdung und drückt dann wirklich ausschließlich aus der Brust oder mehr aus der Brust. Ja. Drückst du 150 Kilogramm Bank? Off-Season schon noch, ja. Ich bin kurz halt irgendwie ein bisschen stärker. Aber das, ja, doch schon. Also für mein Gewicht habe ich schon immer viel Kraft gehabt. Ich habe das relativ früh gemerkt. Mit 14, 15 habe ich mein eigenes Körpergewicht gedrückt. Du bist übrigens jetzt der Ende. Ich bin jetzt der Ende.
Aber dann ich schon länger. Jetzt haben wir unseren Namen weg. Hier eine interessante Frage. Ich spüre mein Band und meine Brust nicht. Dabei habe ich meine Schulterblätter hinten fest zusammen. Was mache ich falsch? Ich denke, meine Technik ist nicht perfekt. Deshalb. Also, und vor allem kannst du noch die Schulterblätter so weit nach hinten führen. Brust raus. Vielleicht ist es eine Armstellung. Du musst erstmal ein Gefühl für eure Muskulatur geben. Ja, genau. Das ist das Wichtigste, weil du als Anfänger sagst, ja, ich trainiere die Brust und merke nichts, weil du noch nicht wirklich auch weißt, wie du den Muskel anspannst. Was ich halt ganz wichtig finde, ist, lern erstmal auch ein bisschen das Posing. Spann mal Bizeps oder den Trizeps an, eure Brust an, dann guck einfach mal, wenn ich den Arm nach unten nehme, wo spanne ich denn da an? Wenn ich den Arm nach oben nehme, wo spanne ich da an? Und einfach so ein Gefühl für die Muskulatur zu kriegen. Also, ich denke, da wirst du wahrscheinlich noch Trainingsanfänger sein und deshalb noch nicht so wirklich die Brust spüren. Kann man Kniebeugen durch Kreuzheben ersetzen? Nein. Das ist so zwei komplett. Dann kannst du Bizeps kurz durch Bankdrücken ersetzen. Also ich bin auch der Meinung, man schon. Kann man. Das ist eine andere Frage. Ja. Mal schauen, ob du den gleichen Effekt damit hast. Ich glaube auch nicht. Nein, das ist einfach Quatsch. Das sind zwei Grundübungen. So Leute, Fragen. Am besten reiner mit. Wir kosten Kniebeugen und Kreuzheben machen, ne? Also ja, also ich empfehle auf jeden Fall Grundübungen. Warum müssen ich das nicht? Also klar. Lasst euch das mal richtig erklären. Wie schmeckt das Supergreen-Produkt? Also ich finde es geil, ja. Welches meinst du das, was ich mal probiert habe von dir? Ja. Ich finde, das schmeckt auch gar nicht so schlecht. Also ich habe es mir mega cool vorgestellt. Ja, seitdem ich das so nehme, fühle ich mich auch wesentlich vitaler. Wollen wir es jetzt noch probieren? Wollen wir es jetzt noch probieren? Macht sie mal was. Ich darf nur Allstars-Produkte testen, Leute. Das ist von Allstars. Das ist von Allstars. Was ist denn hier so? Nils, wie? Schön, du bist ein Allstars. Nils? An mein gesamtes Team. Sorry, Nils. Das ist jetzt schon wieder so eher. Willst du das dann testen oder nicht testen? Ich? Willst du oder nicht? Ja, kann man schon. Ja, ich auch, bitte. Nils, wie viele Videos willst du in 2015 auf deinem Channel bringen? Also momentan versuche ich wirklich täglich ein Video zu bringen. Also medial für 365. Mal gucken, was das geht. Also ich versuche wirklich regelmäßig hochzuladen. So, also wir haben ja das Super Green. Also während wir eure Fragen beantworten, das ist dieses Produkt, was ich sehr, sehr gut impf oder sehr, sehr gut halte. Sieht ein bisschen eklig aus. Und es schmeckt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es schmeckt wie ein grüner Smoothie, ja? Okay. Also es schmeckt sehr graslastig. Also so, ich, ne? Aber es ist einfach mega geil von den Inhaltsstoffen. Das ist wirklich mega. So richtig gesunde Sachen schmecken immer irgendwie komisch. Ja, ne? Es schmeckt echt komisch. Dadurch, dass ich das heute schon hatte, nehme ich natürlich ein bisschen weniger. Und das ist für die Gesundheit? Oder? Das ist für die Gesundheit, ja. Das ist vielleicht wird dann Bernd auch mal wieder gesund jetzt. Ja, du bist in letzter Zeit ganz schön aufgeregt. Ich hab sowieso chronische Nasenleiden. Also meine Nase, die ist irgendwie, ich bin auch Allergiker. Eine Runde Mitleid bitte für mich. Ja, du kannst ja viel aufgessen. Komm. Geht auch. So, also normalerweise einen kompletten Löffel, ja? Ja, ich will auch nur so. Das passt schon. Dann ein bisschen auffüllen, dann ein bisschen. Es ist echt, also wer diesen Geschmack nicht kennt, der denkt. Supergreen, das neue Mal. Nein, um Gottes Willen, Digga. Nee. Also. Ich verkaufe nichts, ich sage nur, dass ich dieses Produkt nehme. Ich habe das ja im letzten Unboxing-Video und auch davor schon so ein bisschen angepriesen, weil ich das sehr, sehr gut finde. Und warum nicht einfach ein Produkt empfehlen, was man sehr, sehr gut empfindet? Da kam eben die Frage, wie viel Gramm Beta-Alanin am Tag? Ganz kurz als Dauereinnahme 6 Gramm täglich. Ich würde das am besten vorm Schlafen nehmen, weil dann kribbelt dein ganzer Körper und kannst du gar nicht mehr einschlafen. So, probieren wir mal die ganze Sache. So, sieht echt nicht gut aus, aber es ist ja eigentlich auch egal. Amir und ich haben schon Erfahrung mit dem einen oder anderen Booster, dass das mega immer geil wäre, wenn er jetzt nicht hier, ne, auf okay diesen Weißen. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, schockiert. Ja, klar. Um anzustoßen. Ey, ja, ich bin leuchtlos. Also echt gar nicht. Das kann ich einfach vergessen. Das sind Freunde, ne? Guck mal. Kein Wasser, also nur Pulver. Ich soll das jetzt so trocken. Du musst das aufwenden. Ja, du kannst das auch. Du Allstars, Freund. Prost. Auf euch. Warte mal, Ben. Es schmeckt ein bisschen nach Kakao. Stell doch mal die sinnvolle Frage. Ihr seid echt klasse. Ja, danke schön, freut mich natürlich. Das hat sich nicht gemacht. Ja. Genau, hier kommt noch eine coole Frage, die finde ich eigentlich nicht schlecht. Soll er Kreuzheben mit dem generellen Beintraining machen oder extra halt als
Rückentraining. Ich, das ist jetzt meine Meinung, ich würde, wenn es das klassische Kreuzing ist am Rückentraining und wenn es jetzt sowas wie rumänisches bzw. gestrecktes Kreuzing ist, dann wirklich am Beintag. Also ich habe auch eher das Problem, wenn ich schweres Kreuzing mache, man kann das nicht unmittelbar nacheinander ausführen. Das ist einfach so. Nee, geht nicht. Also ich würde es ja auch separat. Und? Ich halte mich erstmal noch zurück. Schmeckt gesund. Also ich schmeckt extrem gesund. Krassig. Und ich glaube, ich sehe auch die Farben schon ein bisschen intensiver. Nee, ist gut. Nee. Das ist kein Booster. Also ich bin echt, der schmeckt ganz gut. Das Ding ist, ich habe es nicht verrührt und ich weiß nicht, warum. Vielleicht war da voll Kakao drin oder so. Ich finde, der schmeckt ein bisschen nach Kakao. Wir haben zwar so. Kann man trinken? Aber mal ganz kurz. Kann man echt trinken? Kann ich auch gleich beantworten. Ja, bitte. Ja, kann man trinken. Vor allem, wenn man eine verstopfte Nase hat, schmeckt man sowieso nichts. Na gut. Okay. Bei einem Defizit in der hinteren Schulter, wie oft würdet ihr dann empfehlen, die hintere Schulter in der Woche zu trainieren? Vor allen Dingen wie? Da würde ich ganz ehrlich zu sagen... Da würde ich am liebsten mal den Bernd fragen, weil der hat natürlich die fetteste Schulter. Ja, Spaß. Hintere Schulter. Ja, doch, da ist Nils aber auch ganz gut bestellt. Ich bin gut bestückt, habt ihr gehört. Nee, ich würde einfach sagen, es kommen ganz oft zu Fragen wie, ja, ich habe ein Defizit da, was soll ich machen? Ich habe ein Defizit da. Ihr müsst euch einfach mal vor Augen führen, jeder hat irgendwo ein Defizit und dann fangen vielleicht die Leute an, das zu trainieren. Wirklich die eine Muskelgruppe 4-5 Mal die Woche zu trainieren. Und dann habt ihr wirklich nur den falschen Effekt. Deswegen würde ich einfach sagen, versucht wirklich den Muskel hart zu trainieren. Klingt zwar jetzt blöd, aber es gibt wirklich keinen Zaubertrick. Hart trainieren. Ich finde auch eher sagen wollen. Ja? Du kannst ja vielleicht sagen, ob es so richtig wäre. Dass man halt die Muskelgruppe, also sein Defizit halt als erstes macht, damit man die ganze Power da rein schlägt. Ja, natürlich. Die Motivationsfaktor und die Kraftwerte entsprechen natürlich auch einem gewissen. Also ich würde es auf jeden Fall am Anfang legen, wenn das sein Defizit ist. Ich würde viel mehr auf Isolationsübungen dann achten. Grundübungen sind schön und gut, aber so das ausgewogene Training, sowohl mit Gerätetraining als auch mit freien Kurzhanteltraining, ist sehr, sehr wichtig. Und bei Schulter ist einfach so, man belastet die Schulter nicht oft genug, weil man halt meint, man hat schon so viel schweres Gewicht oder so viele schwere Sätze hinter sich, aber die Schulter muss wirklich ordentlich durchgepumpt werden. Das kann mir der Bernhard eigentlich auch bestätigen, der ist gerade auf Klo. Und der trainiert zwar auch schwer, aber der pumpt natürlich auch nochmal nachträglich durch. Also auch nochmal die Kurzhantel nehmen, nochmal für, ich sag mal, hintere Schulter nochmal ein bisschen durchpumpen und ich würde da ein bisschen experimentieren. Ich habe ja auch mit Bernhard ein Schultertraining absolviert. Wir haben die ganze Sache abgefilmt, ist auf meinem Channel zu finden und das einfach kann ich nur bestätigen, was Daniel jetzt gesagt hat. Ab und zu ruhig mal schwer, ein, zwei Übungen, aber dann auch sehr viel durchpumpen. Wie trainierst du die Schulter? Ich trainiere sie einmal die Woche und ich habe sogar... Weil ich habe gerade erzählt, wo du trainierst, sowohl schwer, als auch du achtest schon darauf, dass nach dem Schultertraining auch nochmal richtig schön durchgepumpt wird. Auch eine Auspumpsatz. Das fand ich bei dir auch nämlich ganz gut. Die haben wir zusammen trainiert. Drei Arbeitssätze, schwere Sätze und nochmal ein schöner Auspumpsatz. Ja, das finde ich auch super. Würde ich dir merken. Auspumpsatz bringt's. Weil man fühlt sich immer so ausgelaugt nach diesem ganzen... Also wenn man wirklich schwer trainiert... Plötzlich ist dann sein Training irgendwie so vorbei, aber trotzdem denkt man so, es geht noch ein bisschen was. Und dann, finde ich, sollte man auch mal ein bisschen so durchpumpen. Und das tut einfach verdammt nochmal gut. Ich glaube, man fördert damit auch entsprechend die Regeneration oder zumindest sagen es immer die ganzen Leute, die auch danach trainieren. Back in town, bitch. Ich habe übrigens vorgestern mit Uwe Arne trainiert. Maschine war krank. Mann ist einfach nur krank. Uwe ist der Studioleiter im Kraftwerk. Wie trainiert er jetzt immer? Also er trainiert sehr umfangreich, extrem schwer auch. Ja. Und ich bin, um ehrlich zu sein, nicht wirklich in der Erinnerung. Der hat aber auch zwei Klöpse. Ja, also er hat sich das Training auch ausgesucht, Arme haben wir gesagt. Ne? Ja. Und das ist ja bei mir so eher schwach. Ich bin auch stark in den Armen, aber verhältnismäßig zur Schulter wirken sie halt immer extrem schmack. Krass, ne? Und Uwe, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Was hat er so für Übungen gemacht? Also, wir haben mit der langen Hantel French Press gemacht. Also teilt ihr das auf, also ihr macht Arme komplett? Also Arme komplett. Trizeps? Erst haben wir Trizeps gemacht. Okay, finde ich nämlich auch. Also ich trainiere mich genauso. Ja. Ja, also und dann haben wir Bizeps gemacht. Same. Ja, genau. Genau, 3 bis 4 Übungen. Wir hatten 2 Übungen und dann hatten wir nochmal eine Übung mit 7 Sätzen und 30 Sekunden Pause.
Also, war schon extrem. Was ist eure Meinung zu Pro-Hormonen? Ja, schöne Frage, ja, gut. Die beantworte ich dir jetzt nicht. Also, ich habe kein Plan. Also, Pro-Hormonen finde ich jetzt nicht spektakulär oder so. Was ist eure. Ja, jetzt, wenn du das nochmal schreibst, dann blockiere ich dich, ohne Scheiß hier. Also, Leute, entweder wir wollen vernünftige Fragen oder ihr könnt auch einfach verschwinden, ohne Scheiß. Ja, weil sowas finde ich einfach lächerlich. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier am Sonntagabend, ich hätte auch was viel Besseres zu tun, und dann kommt einfach sowas, wo ich mir denke, weiß nicht, also, ne? Ist ein Dreier-Split, Push-Pull-Beine für Anfänger geeignet? Anfänger, was ist ein Anfänger? Ja, ich meine, wenn du jetzt den ersten Tag anfängst zu trainieren, dann natürlich nicht. Ne? Wenn du ein bisschen Trainingserfahrung hast, von mir aus, mach erstmal 3 Monate ein bisschen was, dann kannst du vielleicht mal ein Zweier-Split und dann ein Dreier-Split übergehen. Ich mache das immer extrem typabhängig. Ne? Ich gucke mir halt den Typ vorher an, ich bin ja auch Trainer im Fitnessstudio, und dann gucke ich halt, wie der, was der schon an Muskeln da hat und wie er die Bewegung ausführt. Dann kriege ich dann von mir vielleicht auch mal ein Kreuzheben mit rein oder Bankdrücken frei. Das ist gar kein Ding. Die war nur mal eine Frage. Ja, das war auch. Ja, FIBO. Seid ihr alle auf der FIBO vertreten? Das ist hier eine Frage. Ja, da muss ich direkt mal Ja sagen. Ich stehe am Ortsausstand. mit der ganzen Crew. Wir sind 8, 9 Leute. Marco Schmidt, Babsi, genau. Ich stehe direkt neben Babsi. Yeah. Also kommt auf jeden Fall mal vorbei. Wird mega cool. Und wir freuen uns alle auf euch. Genau, Armin und ich sind natürlich auch am Start. Ja, wir haben unser Animal. Ja, wir haben unser Booster-Paradies aufgebaut. Nee, wir, Armin und ich sind nicht fest an irgendeinem Stand. Wir latschen da so ein bisschen umher. Ey, das wäre mal mega geil, wenn man so nur Booster hat und man kann von jedem so probieren. Aber es geht natürlich übrigens ins Geld. Ne? Da gibt es doch, also auf der FIBO gibt es doch diese kleinen Schutz an jedem Schirm. Ja, genau. Aber meistens stellen sie so eine kleine Schutz mit. Ja, aber ich meine, wo nur ein Stand kommt, nur der Booster. Nur mit Booster. Ja, das wäre ganz gut. Also wäre ich da gerne bereit erklärt, sowas auf die Beine zu stellen. Wir würden das gerne umsetzen. Wir brauchen nur einen guten Sponsor dafür. Also alle. Ja, ich würde natürlich auch auf der FIBO vertreten sein. Die einen haben schon spekuliert, wo ich sein werde. Alon hat kommentiert, ich werde nicht am größten Stand sein. Ich kann euch sagen, es wird ein geiler Stand. Einer der Größten, ja, auch in der Halle 10-2. Und ich werde mit sehr, sehr coolen Leuten stehen, also internationalen Leuten. Es wird ein sehr geiles Jahr. Ich habe einen neuen Sponsor. Ich will aber noch nicht zu viel verraten, weil ich es noch nicht 100%ig jetzt unterschrieben habe. Deswegen möchte ich noch nicht so viel versprechen. Und dann kommt es wahrscheinlich eh nicht so. Also ich kann euch sagen, es wird ein sehr, sehr geiles Jahr. Und ich werde auf jeden Fall da sein und ich freue mich natürlich über jeden, den ich persönlich dort kennenlerne. Ja. Oder der ein bisschen anders veranlagt ist. Und schon der nächste. Daniel, wenn du so viel Gewicht drückst, hast du Handgelenkschmerzen? Ab und zu, aber ich achte auch wirklich darauf, wie ich halt drücke. Er hat dich gefragt, weil du am meisten drückst, so. Ja. Man kann es einfach nicht vermeiden, wenn man über Jahre sehr schwer trainiert, dass man natürlich auch irgendwelche Probleme mal irgendwann hat. Man sollte dann aber viel mehr auf seinen Körper hören und entsprechend sollte man entweder ordentlich bandagieren, sich auch mal eine Pause gönnen, auch mal, wenn man nicht das schwere Gewicht drückt, dann aber auch sich sagen, okay, heute geht es einfach nicht und dann halt ordentlich locker trainieren. Das ist kein Training, was wirklich für die, ich sag mal so, für die Katze ist, sondern das bringt natürlich auch was. Ja, also man muss nicht immer jedes Training ultimativ schwer drücken. Definitiv nicht. Ja. Da bin ich absolut bei dir, Daniel. Ja. Ach, Alter. Deshalb kann man ja auch periodisieren. Ne? Also halt hohe, also schwer, Kraft, genau. Hypertrophie und Ausdauer. Da hört man auch oft, dass es gut sein soll. Ja. Ob es so gut ist. Mache ich übrigens dann. Ja, Hauptmann, Fragen, Leute. So, Fragen, Leute. Fragen. Physio oder Massage für die Mobilität? Ja. Warum nicht? Für die
Mobilität. Also ich habe da keine Erfahrung. Also ich gehe einmal pro Woche, wenn ich das noch so hinkriege, dann gehe ich zur Massage und das ist wirklich mega cool. Also als Hochleistungssportler ist es schon ganz sinnvoll, als Freizeitsportler zweimal die Woche würde ich mich nicht unbedingt massieren lassen. Da könnt ihr euch ja auf so einen Massageball. Ja. Ja. Und ansonsten alles das, was man so über Dehnen, über Mobilisationsübungen machen kann, würde ich immer entsprechend extra machen. Also ich würde das nicht am Trainingstag oder so irgendwie machen. Habe Pinguinknie. Süß. Pinguinknie. Ich glaube, sagt mir. X-Beine meint er. Ja, ne? Ja. Okay. Ja, ist natürlich scheiße. Also wir trauen jetzt gerade so ein bisschen, aber. Auch du kannst was dagegen machen, ne? Also ich glaube, der Arzt hat dir doch da entsprechend schon was dazu gesagt, wie du trainieren sollst. Der hat dir wahrscheinlich nicht geraten, irgendwie schwer zu trainieren. Ich kann dir nur sagen, wenn man irgendwelche Dispositionen hat, die wahrscheinlich auch zu gewissen Einschränkungen führt, solange man ein ordentliches Gefühl dabei hat und jetzt nicht, weiß nicht, die Technik darunter so gravierend leidet, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen Außenstehenden so ein bisschen komisch aussieht, und du das so ausführen kannst, dann würde ich dir wirklich raten, mach das auf jeden Fall. Ich würde mir nicht von irgendwelchen Leuten sagen lassen, du, das sieht so beschissen aus, das kann nur noch schädlich sein. Ich würde da definitiv mehr Leute und Experten mal zu Rate ziehen, die auch wirklich aus dem Leistungssport kommen, ja. Ja, Martin, wir beantworten deine Frage. Du musst die nicht nochmal posten, danke. Macht es Sinn, eine vierwöchige Kraftausdauerphase zu machen? Eine was? Kraftausdauerphase. In 4 Wochen. Genau. Wenn das Ziel Muskelaufbau ist, nicht. Ja, wenn das Ziel Kraftausdauer ist. Ja. Also, ich habe sowas auch noch nie gemacht. Ja. Also, ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube, dieses ganze, diese extreme Maximalkraft, Hypertrophie und Kraftausdauerdenken kommt ja von einer großen Studiokette. Und ich bin ehrlich, ich habe noch nie eine 4-wöchige Kraftausdauerphase gemacht und kann trotzdem mehr als 10-mal drücken Ausdauer. Mach einfach Supersätze. Ja. Ist nur ab und zu mal ins Training einbauen, neue Reize. Ehrlich, ne? Ich finde das immer so beschissen. Wir geben ja eigentlich Ratschläge, die im Endeffekt für den einen oder anderen vielleicht gut sind. Genau. Aber dann plötzlich vier Wochen das. Ey Leute, ihr müsst wirklich mal experimentieren. Das ist einfach schwierig. Also der eine macht sehr, sehr gute Erfahrungen damit und wenn euch das gut tut und ihr einfach sehr, sehr gute Kraftwerte Steigerungen dort erfahren habt oder Hypertrophie, dann bleibt da auf jeden Fall. Weil ich würde nicht immer alles komplett schmeißen. Und wenn ihr auch die Ernährung so ein bisschen raus habt, dann bleibt da auf jeden Fall bei. Also wir sind jetzt nicht die krankesten Typen, aber ich denke mal schon, dass wir trainings- und ernährungstechnisch schon einiges drauf haben, im Vergleich zu anderen auf jeden Fall totaler Bullshit ist, ja? Ja, das muss jeder für sich selbst herausfinden, weil Bernhard trainiert ein bisschen anders wie ich, als ich. Genauso wie trainiert Daniel auch anders. Ja. Wir haben halt nicht alle dasselbe Trainingssystem, wir alle experimentieren mit den Wiederholungen. Jeder muss für sich selbst mal so rausfinden. Aber man kann schon festhalten, die Schwerpunkte, wir trainieren alle zwar anders, aber wir trainieren alle schwer, sauber und volumenlastig. Genau. Und mal ausgeben. Es gibt schon so Richtlinien, wo man sich dran halten sollte und wie man auch wirklich trainieren sollte und dann einfach mal ein bisschen experimentieren. Vor allem, Leute, das ist keine Magie, irgendwie Muskelaufbau. Ein Körper, ein Muskel hat bestimmte Muskelfasern, FT und ST, Fast Twitch, ja. Slow Twitch, die anderen werden durch mehr Wiederholung stimuliert, die anderen durch weniger. Also die Kreatinphase haben wir gerade schon beantwortet, dann einfach nur nochmal zurückspulen. Reicht ein Power Rack, Bank, Lang, Kurzhantel mit SZ-Stange, um zu Hause ordentlich zu trainieren? Ja, reicht. Auf jeden Fall hast du alles nicht drauf. Es reicht sogar nur eine Langhantel. Ja, aber ich muss sagen, ich finde so ein Studio auch nicht so schlecht, weil dann du kannst halt abschalten. Ja, klar, das ist was komplett anderes. Genau. Aber man muss nicht im Studio trainieren. Ihr könnt auch mal Outdoor was machen. Klimmzüge. Machst du das? Mit einer Übung für den Rücken. Ne? Ich meine, okay, außer wenn ihr jetzt irgendwie. Aber komm jetzt mal ehrlich, ne? Wir haben jetzt so viel gesagt hier von wegen, du brauchst, also man braucht ja nicht viel eigentlich. Aber ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass man wirklich da abschalten kann. Auch immer. Ich brauche das Studio auch. Also ich könnte zu Hause gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, ich hatte nur. Wo soll ich denn hier irgendwie so trainieren? Ich kann ja weder abschalten noch irgendwas. Ja. Ich kann mich hier nicht ordentlich erwärmen. Ja. Gar nicht. Also ich brauche dieses typische Klima. Man will ja auch mal dann raus, irgendwo anders dann auch hin. Also ich weiß, ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Ich hatte noch kein Heimstudio. Aber ich bin auch der absolute Studiogänger.
Natürlich. Und finde es auch mal ganz nett. Das kann man nicht vergleichen, einfach finde ich. So. Was haltet ihr von Testo-Boostern? Also diese natürlichen. Ich hatte mal einen, sag schon hier, Tribulus. Mhm. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht. Wenn wir es mal direkt sagen wollen, ihr werdet ein bisschen geiler und das war's. Ja. Hast du eigentlich schon ausgetrunken? doch, wenn ich es ruhig erzähle. Echt? Ja, fast. Und? Erzähl mal. Es ist, schmeckt extrem gesund. Ja, ist echt so. Okay, stell's mal vor. Schmeckt halt nicht wie Nutella oder so, ne? Leider nicht. Übrigens, wer mir irgendwie einen Fall tun will oder irgendwie. Schick mir Geld. Ein Nutella-Glas. Ja. Zu Fibo. Ich liebe Nutella. Nutella mit aufs Brot oder aufs Weißbrot und dazu eine Banane. Esse ich fast täglich, ob es mir glaubt. Wie, dann nicht. Tunkst du die Banane ein? Nee, ich. Und gleich glaube ich wieder die. Was machst du? Also du schneidest die Banane ein? Ich schmier ein bisschen Teller aus Brötchen. Ich schmier sie nur noch Teller aus Brötchen. Ja, das sind so meine Vorstellungen. Und da die Banane und Oreo. Es gibt ja auch tonnenweise Oreo mit. Können wir auch danach zusammen futtern. Das liebe ich ja auch. Die weiße. Machst du extra eine Diät für die Fibo? Ja, ich werd schon so schauen, dass ich eine Wettkampfform bringe. Ich gucke halt, dass ich das ganze Jahr über eine ganz gute Form habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich esse extrem viel, aber kompensiere das dann über mein Training. Ich mache halt mega viel Sport. Es gibt halt Leute, die ernähren sich top und machen ein bisschen weniger Sport. Ich mache halt viel Sport und esse dann halt noch ein bisschen mehr. Ja. Ihr könnt wirklich mehr essen, also auch wenn ihr in der Diät seid. Ne? Ihr könnt mehr essen, dann macht einfach nur mehr Sport. Ihr verbrennt Kalorien, ihr könnt Kalorien aufnehmen. Ja, weil die meisten sind dann immer so, kann nichts essen. Ja doch, wenn du es nicht lassen kannst und abends cheatest oder viel isst, dann mach auch mehr Sport, dann ist das okay. Ja, einfach den täglichen Kalorienverbrauch steigern, dementsprechend kann man die Kalorien dann aufnehmen. Boah, nee. Das ist ganz simpel. Ja, das hat der Berger schon gut erklärt. Weil ganz die Frage an mir, wo ist der Booster? Vielleicht ganz kurz, Digga. Wo ist der Booster? Wie, wo ist der Booster? Der Booster soll er sein. Im Magen. Ja, das machen. Grüße. So, weiter geht's mit euren Fragen. Ich feiere euren Humor. Ja, weiter so. Freuen uns. Dankeschön. Daniel, wie viel Kraft arbeitest du zurzeit? Oh, 23. Ich würde sagen, oh, zwischen 10 und 15. Ja, 13. So. 13. 15? Weil wir gerade die Kommentare so zwischendurch mal gelesen haben, deswegen ist es natürlich lustig. Die einen oder anderen lustigen Kommentare, ihr habt ja genau das gleiche auch, ihr könnt da hoch und runter scrollen, da sind natürlich welche dabei, die sind halt lustig. Ja, da lacht man. Heute Kasper beim Training? Ich nicht. Nee. Was für den? Kasper. Schwer trainieren in der Diät? Ja, muss, ja, ganz klar. Ja, muss. Gerade in der Diät. Ja, genau, gerade in der Diät schwer trainieren. Aber sauber. Ja, sauber. Wie hoch würdet ihr denn im Aufbau gehen mit dem Körperfettanteil? Nochmal bitte? Wie hoch würdet ihr im Aufbau mit dem Körperfettanteil? Da kann ich vielleicht ganz kurz was ganz Gutes zu sagen. Hast du mich nicht einmal gehört? Nee, ich habe dein Video drüber gesehen. nämlich vom Anke Bob. Ich habe es auch ganz gut, den Anke Bob kennt. Der hat ein extrem gutes Video darüber gemacht, wie die Supplement-Industrie uns eigentlich alle verarscht. Und da wurde auch das Thema angesprochen, je höher der Körperfettanteil ist, desto niedriger sinkt unser Testosteronlevel. Und umso niedriger der Testosteronlevel, desto schwerer fällt es uns, Muskeln aufzubauen. Und ist deswegen würde ich mal versuchen, möglichst lean aufzubauen. Ich würde mal versuchen, möglichst lean aufzubauen, den wirklich geringen Überschuss, Bernhard sei leiser, wirklich einen geringen Überschuss zu fahren. Nicht irgendwie unnötig Fett anzufressen, weil ich kenne echt Leute, die gehen irgendwie dann auf Season 30 Kilo hoch, um dann wieder 30 Kilo runter zu gehen. Was haben sie am Ende davon? Dann sind die genauso groß wie vorher. Mega Action auf dem Klo, aber mehr auch nicht. Also. Die wird einfach zu kotzen sein. Ja. Habt ihr dieses Maskulin-Protein schon mal probiert? Also jetzt hier vielleicht die Frage an euch. Nee, ich weiß überhaupt schon so los. Produkte, falls es irgendjemand interessiert. Nee, also habe ich noch nicht probiert. Boah,
Kann man ja irgendwie mal testen, ne? Fährst du Mercedes? Manchmal. Fragt das einer? Ja, ich habe CDs, nicht als Mercedes. Also Mercedes. Wie sieht eure Diät aus, die ihr bis zu FIBO macht? Bernhard? Wie sieht ihr also? Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich meine Diät noch gar nicht wirklich angefangen. Ich cycle extrem gern. Ich gucke. Ich arbeite halt sehr viel mit dem Spiegel. Ich gucke halt im Spiegel, wie ich aussehe. Ne? Ich zähle nicht, wenn ich dann halt ein bisschen Wasser gezogen habe und das Gefühl habe, die Form ist ein bisschen schlechter geworden, dann gehe ich mit dem Carbs wieder runter. Ne? Und ansonsten, ja, ich pendel mich jetzt erstmal so, denke ich, bei 250 Gramm ein. Ich habe 81 Kilo. Das ist so krank, ne? Keiner hätte ihn geschätzt auf 82, 83 Kilo. Das sind die Proportionen, weil die Schultern einfach, diese dicken, ekligen Schultern, die hauen mir einfach das ganze Gesamtbild weg. Deswegen denken alle immer so, ich bin so schwer. Ja, aber auch wenn man dich so live sieht, also man kann mich jetzt nicht auch, also ich kenne nur Leute, die dich definitiv falsch vom Gewicht her einschätzen auch. Ganz, das du war auch so, du siehst locker aus wie 90, 92, sowas irgendwie. Also das ist schon ein bisschen. Aber wie gesagt, ich pendel mich bei 250 Gramm ein. Ich werde dann nach und nach immer die Carbs rausnehmen. Irgendwann habe ich die Kohlenhydrate nur nach dem Training. Fett wird sich so bei 30 bis 50 Gramm bei mir belaufen. Und Eiweiß fahre ich hoch, extrem hoch. Ich mache es wie der Daniel. Ich haue mir extrem viel BCAAs rein. Bis zu 50 Gramm am Tag, wenn ich ehrlich bin. 3 mal 5 Gramm, ja, wenn du nicht in der Diät bist. Ich habe halt echt mindestens 30 Gramm am Tag an BCAAs. Das ist doch das Ja. Ich mache keine Diät bis zur FIBO. Ich bin relativ verliebt, würde ich einfach behaupten. Hast du jemals eine Diät gemacht? Ich habe noch nie eine Diät gemacht. Ich habe noch nie runtergeschwellt. Ich habe bis jetzt alles, was ich gemacht habe, clean aufgebaut. Jo. Wie kann man die Testosteronwerte natürlich steigen? Ich finde das eine coole Frage. Ein gutes Sozialleben, eine hübsche Freundin oder eine hässliche, aber das sollte dann nicht so viel Spaß machen. Hauptsache. Klar, ich denke mal, sexuell hat da Ernährung anpassen. Ja. Wenig Booster. Grundüberhaupt, ich finde. Darunter leidet die Regeneration und entsprechend auch das zu. Keine Booster? Nein, weniger. Weil der ein oder andere bestimmt auch oder vielleicht so täglich nimmt. Ich werde demnächst mal auch ein paar Booster testen mit den Jungs. Auf Facebook das Video wissen? Teilen oder auf YouTube? Ja, aber nur so, weil. Neuen Channel. Ich kenne mich im Mimi, vielleicht nochmal einen neuen Channel, aber ich kenne mich mit Boostern echt nicht aus. Nils hat mir mal einen gegeben, da habe ich gedacht, ich höre auf zu trainieren. Es war echt zu krass. War mir persönlich zu stark einfach. Ja. Er geht vom C4. Keiner steckt. Also, wie lange benötigt die Brust, die Schulter an Regeneration in Stunden oder Tagen? Ja, 2 Tage und vielleicht 11 Stunden. 2 Tage, 11 Stunden mindestens. Bei manchen 2,13. Ja. 2 Tage. Dann in die Brust bist du 1,76. Den Tag kann man schon mal von Läufen nur ein. Da ist aber eingerissen, der war schon wieder so geil. Ja, aber gut. Der hat voll Arme getestet, ey. Ja. Ich glaube, der drückt mehr als, naja. Gibt es Supplemente, die ihr für Jugendliche unnötig? Also mich hat hier gerade privat eine gefragt, warum da immer irgendwelche... Warum privat? Was? Warum bist du hier privat, wenn wir öffentlich? Ach so, okay. Ja, Entschuldigung. Hä? Nee, ich spreche jetzt einfach mal nicht an. Sag jetzt. Nee. Du hast jetzt gesagt. Sonst hätten wir es ja auch schon mal vorgelesen. Ja, was denn? Warum da immer irgendwelche GA-Typen irgendwas schreiben? Ach so, GA, was ist das? Ich kenne die auch nicht, ich weiß es nicht. Kein Plan, das sind 2 Buchstaben. Ja. Ich bin kenne die jetzt. Ich kenne die wirklich nicht persönlich, aber man hört viel Schlechtes, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist halt so. Ich kenne halt wirklich keinen von denen. Ja. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ach, ich auch nicht. Nein. So, weiter geht's, Leute. High Carb, Low Carb zur Defi oder zum Aufbau? Also Vorteile mit High Carb, Low Carb,
High Carb, Low Fat, ja, High Carb, High Fat. Boah. Nein. Je nachdem, wie man High definiert. Ich finde es immer, ich mache es wirklich immer extrem typabhängig. Kommt auf den Typ drauf an. Ne? Ja. Wenn du halt wirklich ein Hardgainer bist oder furztrocken bist, dann kannst du auch mehr Carbs essen. Experimentier einfach, guck dir deine Form an. Wenn du furztrocken werden willst oder eine Wettkampfform haben willst und du hast noch zu viel drauf und merkst, da ist einfach noch zu viel Fett drauf, dann musst du runter, Low Carb bis sogar gar keine Carbs, wenn du ans letzte Fett gehen willst. Mhm. Also ja, da kann ich nichts mehr hinzufügen, also ich sehe das genauso. Ja? Ja. Ist es einfacher, guten Muskeln aufzubauen, wenn man kleiner ist, oder sieht es bei kleineren Menschen krasser aus? Es ist einfach so. Der optische Effekt, würde ich sagen. Genau, der optische Effekt ist natürlich bei kleineren Leuten. Deswegen findet man oft Bodybuilder, die natürlich kranker auf irgendwelchen Bildern wirken. Also es gibt genug Leute im Internet, die natürlich wesentlich breiter wirken, als sie in Realität sind. Und dann steht man plötzlich neben denen und denkt sich so: Ja, super, natürlich. Was ist denn da los? Ne? Ja. Was ist aus eurer McFit-Story geworden? Ja, ich denke mal. Also bis jetzt habe ich noch nichts erhalten. Wir haben nichts wahrscheinlich, gehört. Von daher hat sich McFit bestätigt. McFit möchte keine Stellung dazu nehmen. Und dadurch hat sich entsprechend auch die Meinung bei uns jetzt nicht geändert. McFit hat immer noch gerne die Zeit, mich anzurufen und das gerne aufzuklären. Der Studioleiter kann mich gerne anrufen, kann sich gerne dafür entschuldigen, was er dort abgezogen hat. Aber er hat wahrscheinlich nicht den Arsch in der Hose, genauso wie McFit. Auch es wahrscheinlich nicht für nötig und für deren Imageverbesserung nicht für nötig erachtet, uns eine gewisse Stellungnahme dazu zu geben, was jetzt nochmal in diesem zweiten Teil passiert ist. Ne? Das ist natürlich krass. Ja. Muss man auch mal so sagen, wie es ist. Ich würde gerne auch nochmal eine Frage beantworten. Okay, die ist schon wieder weg. Scheiße. was tun, wenn man Schulterschmerzen beim Bankdrücken hat? Wahrscheinlich bist du verletzt. Kann sein, dass du einfach eine Verengung unter dem Schulterdach hast. Und dann würde ich alle Übungen über Kopf einfach mal meiden und das einfach mal auch checken lassen, wenn da eine Sehne überspringt oder halt, wenn es verengt ist und die nicht richtig wirklich arbeiten kann. Dann kannst du mal Übungen machen, Rotationsübungen. In, Außenrotation, nimm dir mal eine Kurzhantel und pendel einfach mal ein bisschen mit der Kurzhantel, um das wieder ein bisschen so in die Länge zu ziehen. Und einfach mal Bizeps Curls machen. Guck mal, ob es besser wird. Und wie gesagt, wenn es weh tut, lass einfach mal Drückübungen über Kopf, Schulter drücken. Lass es einfach mal weg. Auch seitdem höher als 90 Grad. Also dann verengst du es ja, siehst du ja. Einfach mal mit der Kurzhantel pendeln, Rotation innen, außen und beobachten, ob es besser wird. Ich bin natürlich, ich bleibe immer ein bisschen zurück mit einer Diagnose, aber hört sich so ganz nach Grippe an. Hört sich so ein bisschen ist nach Erkältung an. Nein, hört sich so nach einer Verengung unterm Schulterdach an. So. Das hatte ich ja auch ganz oft. Okay. Das ist Grippe, Alter, oder? Ich denke auch. Das weiter geht's. Nils oder Daniel, wer ist stärker? Ja, ich. Nein, Daniel natürlich. Loll. Aber mich stärker. Ich habe gehört, dass der Gegner Beef mit der hat, weil ein verkauft hat. Stimmt das? Nein. Wo sind wir, bei RTL oder was? Krass, Alter. Ich habe ein Defizit in der linken Brust und weiß einfach nicht, wie ich die Brust am besten trainieren soll. Ja, vielleicht mal wie? Bitte was? Also er weiß nicht, wie er die Brust trainieren soll. Wenn er ein Defizit in der linken Brust hat. Komm, darf ich? Ja, also klar. Also, am besten werde ich kurz an trainieren, ja. Hauptsächlich. Und ja, was könnt ihr noch dazu sagen? Kann aber auch genetisch bedingt sein, müsste man sich mal angucken. Aber ansonsten würde ich auch isoliert vielleicht was machen. Und genau, ich kenne aber auch, ich habe auch einen Freund, der hat halt, dem fehlt einfach ein Stück von der Brustmuskulatur. Und ich hätte keinen Flug, perfekt. Bitte. Aber nach Hause gefahren. Nur der hat keinen Bock gehabt, gesagt, ich wachse einfach nicht mit. Aber ihr könnt ja was machen, also gibt die Hoffnung nicht auf. Ne? Also für alle, die sagen, ich habe eine kleine Brust, ihr könnt die Größe trainieren. Aber wie gesagt, letztendlich ist es nochmal ein Stück weit genetisch bedingt, wie weit geht da was. Und deswegen schaut einfach mal. Die Türen gehen noch ein paar Minuten und dann ist er entsprechend vorbei. Deswegen haut jetzt noch ein paar Fragen rein. Das ist jetzt ein 24-Stunden-Stream. Wir sind jetzt den ganzen Tag hier. Ja, aber dann brauche ich auf jeden Fall noch einen Booster. Habe ich. Klar. Hey, wir wollen euch natürlich die Gelegenheit geben und Leute, die natürlich extra eingeschaltet haben, vielen, vielen Dank. Verfolgt unsere Channel. Danke, Leute. Das freut uns natürlich. Cool. Und immer, wenn wir eine gewisse Unterstützung erfahren, freut es uns entsprechend. Ganz kurz, bei Snapchat.
das kann ich kurz ankündigen. Edit mich rein. Doch, nein. Aber ich edit uns bei Snapchat. Bei Snapchat. Jeder, genau, der Snapchat hat, edit mich jetzt mal bitte NSSCH und schickt jetzt ein Bild, wie ihr den Stream guckt. Oder ihr schickt mir, D-Gildner Official, oder? Und ihr erklärt, mir jetzt, was ihr D-Gildner Official? Ja, wie heißt das? Also D-Gildner Official oder D-Gildner? Ich habe keine Ahnung. Aber Snapchat ist natürlich echt lustig, muss man auch mal sagen, wie es ist. Also soll ich mir das auch zulegen, Leute, oder was? Nö, lieber nicht. Mich könnt ihr auch N0NKY14. Mich könnt ihr auch, ich muss mal ein bisschen Werbung machen. Ich hab, ich bin erst. Mich könnt ihr auch N bei geht mal auf mich. Ja, ich habe erst seit einem Dreivierteljahr Facebook. Busche, so heiß ich. Ja, weiß genau. Werner Franz, alten Biathlet und Instagram Werner Franz. Instagram. Alle Instagram. Ja, wann kommt die neue G-Tech-Kollektion? Ja, die ist gerade schon zu Gange. Ich glaube nächsten Monat, beziehungsweise ich habe jetzt schon die Entwürfe gesehen. Mega geil. Also wird schon ein sehr cooles Ding wieder. Das ist natürlich schon was Besonderes, dadurch, dass ich mit den Leuten gesprochen habe und wir wollen eher so limited Sachen rausbringen. Das hat natürlich den Vorteil. Erstmal bieten wir euch mehr Motive, mehr limited Editions an und außerdem, es laufen nicht alle Leute mit den gleichen Shirts rum. Ja, man hat immer wieder, also ich finde es scheiße, wenn ich plötzlich jemanden habe, der läuft mit dem wirklich, das mit dem gleichen Shirt rum. Deswegen finde ich es einfach geil, wenn ich immer so. Hast du auch, ne? Ja. Kann immer Werbung machen für meinen Freund. Kacke, der hat echt das gleiche T-Shirt. Ja, also. Siehst du, und das ist halt ein Grund, warum Limited Edition sehr cool oder ich für sehr, sehr gut finde. Wieso Müller will ich jetzt auch mal Limited Edition? Das ist cool. Fragen. Ja, jetzt kommen wir gerade raus hier. Wie heißt du bei Snapchat? Okay, wir machen es nochmal. Also, ich heiße Gildner Official, richtig? Haben wir geprüft? Ja, genau. Du? Mann? M? Monkey, ja. Also M, dann eine 0, dann N, K, Y und dann 14. Ich einfach. Hast du nicht noch 15? Nein, es ist Don't Wait. Das war Instagram. Das war Instagram. Ich heiße, einfach mal, ich buchstabiere mal N, S, S, C. Ich werde dann wahrscheinlich Werner Franz heißen. Ich mache mir das keine Snapchat. Ich habe keinen. Werner legt sich aber auch Snapchat. Ich lege mir alles zu, Leute, wartet nur ein bisschen. Ja, ich bin 100%ig auf Stoff, 100% pro, richtig. Ja, du hast. Dankeschön. Du hast richtig viel Plan von. Du bist ein Gott. Wie wichtig ist der Insulinspiegel für den Muskelaufbau? Wichtig oder nicht? Ja, wichtig. Ja, natürlich. Ja, doch. Einfache Frage, einfache Antwort. Ja. Was würdet ihr jemandem empfehlen, dieses Antagonisten, also würdet ihr im Antagonistenprinzip trainieren, also sowas wie Bizeps. Arme, Bizeps, Trizeps, klar? Ja, also ich finde das Einlage-Training, also Brust, Rücken im Supersatz, mega gut auch. Mhm. Und Bizeps, Trizeps im Supersatz kann man auch mal machen. Ob, ich würde es halt nicht jetzt Wochen oder Monate lang so trainieren. Ja, also das Thema ist, denke ich mal, hier eher so Muskelaufbau. Und für Muskelaufbau ist es natürlich auch ganz gut, aber da gibt es auf jeden Fall noch bessere Wege. Was habt ihr für Empfehlungen, regenerative Maßnahmen, so Sauna? Ich gehe schon extrem gerne in die Sauna, aber ob das jetzt wirklich eine bessere Regeneration vorliegt, das kann ich euch gar nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich mache es einfach nur... Weil ich gerade extrem schlecht. Ich weiß nicht, wie es euch wäre. Ist gerade extrem. Echt? Ja, echt, echt. Jetzt. Warum? Wegen dem Green Ding? Nicht, glaube ich, weil hier so warm drin ist. Warm, ja, mir so. Wir können auch uns nett verabschieden, das Ding. Genau, wir machen noch zwei, drei Fragen. Dann, sorry, Jungs, dann. Das war ja auch geplant, eine Stunde und wir sind jetzt schon drüber. Jetzt haut nochmal die letzten Fragen raus. Ist es normal, wenn der untere Rücken beim Kreuzheben laut knackt? Wenn es nur knapp ist und es nicht wehtut, dann ist es okay. Nein. Alter, was ist denn da los mit deinem Rücken? Also knacken sollte echt ein Zeichen sein, auch mal auf seinen Körper zu hören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nur so knackt. Was, wenn es der untere Rücken ist. Ja. Und dann plötzlich nichts passiert. Also da würde ich gerne noch, wenn es der untere Rücken, also unteren Rücken, muss ja wirklich vorsichtig sein. Aber wenn es mal knackt im Knie, knackt im Ellbogengelenk, ja, Mahlzeit. Dann hat geknackt. Dann, wenn es aber nicht wehtut, dann könnt ihr ruhig mal weiter trainieren. Also ein Knacken ist nicht unbedingt gleich immer, oh, ich höre auf zu trainieren. Meine Meinung.
Schlimm? Stinkt irgendwann. Lieber schweres Gewicht und nicht perfekte Ausführung oder leichtes Gewicht und aufs Muskelgefühl achten? Also so eine Frage. Das ist eigentlich genau dieselbe Frage, die schon mal eigentlich. Die kannst du dir einfach auch selber beantworten. Ich habe schon mal genau dieselbe Frage, genau besser formuliert. Du wirst einfach mal schweren Gewicht und sauber trainieren. Ja, immer aber sauber. Das kann halt nicht jeder, ne? Sauber. Du musst halt erstmal dazu kommen. Wichtig, ja. Voraussetzung ist, Leute, ihr müsst sauber trainieren. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr dann so eine gewisse Muskelmasse oder eine gewisse, irgendwas schon ein bisschen was erreicht habt, dann könnt ihr auch mal abfälschen oder mal ein bisschen unsauber trainieren. Ja, also wenn alles gut geht, ist das nächste Live-Training nächste Woche, also der 22. Wir wissen noch nicht, ob wir das so durchziehen können, weil wir noch ein oder zwei Zusagen abwarten und deswegen konnten wir das jetzt noch nicht ankündigen. Der Stream steht natürlich schon, also checkt unbedingt den Kanal nochmal aus. Unbedingt abonnieren, dann werdet ihr entsprechend, informiert, wenn natürlich ein ordentliches Live-Training wieder ansteht. Aber es ist geplant eigentlich am 22. Unbedingt auf die Kanäle oder Facebook, Instagram, hier Banner Franz, Nils Schliefer, YouTube, ist auch unten nachher, nach dem Stream entsprechend ordentlich mit eingeblendet, verlinkt. Armin auf jeden Fall auch abchecken, er macht super coole Fortschritte und sowas unterstützen wir immer wieder. Ansonsten vielleicht kurz einmal schreiben, ob euch sowas gefallen hat, wollte sowas mal öfters regelmäßig haben. Hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht, oder mir hat es Spaß gemacht. Mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es ganz okay. So. Ja. Nein, war cool. Aber das ist auch ganz normal. Haben wir nichts getan, so, oder? Nächstes Mal. Und Amir Channel kommt vielleicht. Kommt ja noch. Okay. Das nächste Mal habt euch einfach mal Gedanken, was euch interessiert, wirklich interessiert. Auch schon mal, wir kündigen das vorher sowieso dann wieder an. Macht euch die Gedanken und dann haut die Fragen nur raus. Wir versuchen wirklich alles zu beantworten. Und wenn wir mal was nicht beantwortet haben, dann einfach auch bitte nicht sauer sein, weil ist schon doch relativ viel eigentlich. Alles klar, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Seid fleißig im Training, achtet auf eure Ernährung, achtet auf euer Training und in diesem Sinne, wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Bis denn. So und ich.